So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Roll the Dice. Ja, heute gibt es mal wieder so ein Killstreak der Woche Vlog. Ich rede so ein bisschen über das, was ich will Video. Ja, Killstreaks der Woche kann ich es ja schon fast gar nicht mehr nennen. Das letzte Mal ist jetzt schon so lange her, das müsste bald Killstreaks des Monats werden. Aber gut, daran will ich mich jetzt auch gar nicht so lange aufhalten, denn was genau das jetzt für Killstreaks sind, ist ja eigentlich relativ egal. Ich habe euch ein paar nette zusammengesucht und die seht ihr hier im Hintergrund. Worüber ich aber eigentlich mehr reden möchte, ist das, was ihr gerade vielleicht nicht so gut seht, weil es hinter dem Popschutz ist. Nämlich, das ist unter anderem mal wieder mein Bart und das sind auch mal wieder die Livestreams. Habe ich noch was, über das ich reden wollte? Nee. Aber da ich heute ist Freitag, es ist Freitagmorgen für mich, ich komme gerade aus der Dusche. Ja, und ich habe freitags halt dieses Semester keine Uni. Nie. Und dementsprechend kann ich mir die Zeit nehmen, mal so ein etwas längeres, entspanntes Video aufzunehmen, wo ich einfach ein bisschen schnacken kann und euch was erzählen kann, was so in den letzten Tagen war, warum es auch in den letzten Tagen kein Video gab. Und ja, damit fangen wir doch gleich mal an. Also, ich habe in den letzten Tagen unter anderem Besuch gehabt von einem sehr guten Kumpel aus Deutschland. Warum ich das extra dazu sage, ist, weil er sich hier in Dresden mit einem Kumpel aus den USA verabredet hat und die hier bei uns 2 Tage untergekommen sind und wir einfach dann auch viel natürlich miteinander gemacht haben, waren in Museen und waren unterwegs und haben geschnackt und haben gelacht und haben getrunken und was weiß ich nicht. Also, ja, da war ich einfach Montag und Dienstag damit schon mal recht beschäftigt und dann habe ich mich zwischendurch noch mit einem anderen sehr guten Kumpel rangesetzt, mein Overlay für den Livestream zu überarbeiten, beziehungsweise was heißt zu überarbeiten, es gab ja vorher eigentlich kein Overlay bei meinen Livestreams. Wer es verpasst hat, es gab letztes Wochenende, Freitag, Samstag und Sonntagabend jeweils einen Livestream. Dieses Wochenende könnte das ähnlich aussehen. Ich weiß noch nicht, ob ich wirklich jeden Abend jetzt am Wochenende Livestreame, aber auf jeden Fall wird es heute Abend schon mal einen Livestream geben. Wann genau, werde ich nochmal ankündigen, aber ich würde mal so 17 Uhr anpeilen, spätestens 18 Uhr. Und dann bis heute Abend irgendwann. Die letzten Male ging das meistens so bis 22, 23 Uhr. Ich werde mal einfach sehen, wie lange ich Bock habe. Ja, aber das schon mal so als kleine Ankündigung. Wer Lust hat, kommt vorbei. Hitbox.tv/rollthedice. Link ist natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung. Ja, und vielleicht sieht man sich dann da später auch nochmal. In meinem letzten Livestream, oder nee, das war gar nicht im letzten, das war im vorletzten, am Samstag, hatte ich auch irgendwie das erste Mal so einen kleinen Flamer mit dabei, der irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, mich aus der Reserve locken wollte oder sowas. Er kam halt rein und fing erstmal gleich an mit: Bist du schwul? Nee, aber danke der Nachfrage. Weil ich schon so dachte, okay, was kommt denn jetzt? Jetzt bin ich mal gespannt. Also ich bin da ja relativ locker bei sowas. Ich lasse mich da nicht so leicht provozieren durch irgendeine Kiddies im Chat, die es nicht besser wissen, beziehungsweise Kiddies ist eigentlich unfair. Das sind ja nicht immer irgendwie Kinder, sag ich mal. Das sind ja zum Teil auch einfach dumme Erwachsene. Ja, und der machte dann weiter, dass er ja nur mein Fadenkreuz meinte, weil das ja pink wäre und so. Dann habe ich halt kurz über mein Fadenkreuz geredet und warum ich das pink habe. Dann kam gleich die nächste Frage, ob ich wegen meinem Bart denn gemobbt werde. Ich dachte erstmal so, okay. Also, von wem sollte ich jetzt genau gemobbt werden? Also, die Geschichte, wie ich von der Polizei offensichtlich aufgrund meines Bartes nach meinem Ausweis kontrolliert wurde, die kennt ihr ja bereits. Das würde ich jetzt noch nicht als Mobbing oder so bezeichnen. Und naja, ich weiß nicht, wie sich der ein oder andere Schüler vielleicht die Uni vorstellt, aber an der Uni bist du in der Regel niemand. Also, du bist halt nur eine Nummer. Und keiner gibt einen Fick auf dich. Und es sei denn, du lernst halt Leute kennen und hast dann ein paar Freunde. Und in der Regel, also ich lasse mich nicht von meinen Freunden mobben. Ich weiß ja nicht, wie das bei dem Typen da war. Aber gut, das hat mich auf jeden Fall ein bisschen verwirrt, weil ich so dachte, wer zur Hölle sollte mich mobben? Sehe ich so aus, als würde ich mich mobben lassen? Jetzt mal ganz im Ernst. Naja, gut, davon mal ganz ab. Aber das sind irgendwie so witzige Situationen im Livestream, muss ich sagen. Die machen mir auch irgendwie Spaß, weil da kann man halt wirklich direkt miteinander interagieren. Hier erzähle ich jetzt was und ihr könnt euch irgendwas denken und mir das in die Kommentare schreiben. Und ich schreibe ja auch gerne dann im Anschluss noch mit euch in den Kommentaren und beantworte auch möglichst viele Kommentare immer. Also die, die ich für irgendwie beantwortenswert halte. Lesen tue ich natürlich alle, aber ich beantworte nicht immer jeden und schreibe ja
oder so. Aber prinzipiell lese ich die eben alle und das bietet natürlich die Interaktionsmöglichkeit. Also wenn ihr mir das da irgendwas schreibt, dann lese ich das natürlich. Dann gehe ich in der Regel da eben auch nochmal drauf ein. So wie zum Beispiel jetzt mit diesem Video auf einen Kommentar von Silver Soldier, den ich nicht nochmal extra beantwortet habe, weil ich den irgendwie ganz witzig fand und ich den auch in einem Video beantworten wollte. Der hat nämlich auch was zu meinem Bart gefragt, und zwar, wie es sich denn so mit so einem Bart lebt, ob das irgendwie Schwierigkeiten macht beim Schlafen oder so. Sorry, wenn ich darüber jetzt so ein bisschen lachen muss. Ich will dich nicht ernst nehmen mit deiner Frage. Ich finde es halt einfach nur irgendwie ein bisschen witzig, weil ich weiß manchmal nicht, wie sich Leute so ein Bart oder Bart tragen vorstellen. Ich habe immer das Gefühl, das ist so, dass Leute denken, das wäre so dieses feste Ding, was da unten an deinem Gesicht hängt oder so und dich dauernd juckt auch noch oder keine Ahnung. Das ist jetzt bei mir nicht der Fall. Ich habe da Haare, die sind ebenso geschmeidig wie die auf meinem Kopf. Durch die kann ich einfach durchgehen. Und auf meinen Kopfhaaren habe ich mein Leben lang geschlafen und hatte keine Probleme. Auf meinen Gesichtshaaren kann ich dementsprechend genauso gut einfach so drauf liegen und dann drauf schlafen. Also ja, ich habe mit meinen Haaren beim Schlafen kein Problem. Auch meine Achselhaare stören mich beim Schlafen überhaupt nicht. ja, also so viel dazu. Ich hätte noch eine kleine Bartgeschichte. Ich war ja über... Ach, wann war denn das jetzt schon wieder? Wir haben jetzt Mitte Juni, über Pfingsten, das letzte Mal in meiner Heimatstadt. Das habe ich euch ja da auch schon sicher in irgendeinem Video mal mitgeteilt. Und da war ich bei einem türkischen Friseur. Und jetzt, nachdem ihr mir schon gesagt habt, ja, du siehst aus wie ein Araber mit deinem Bart und deiner Frisur, ja, dachte ich mir, kann ich auch gleich mal zum türkischen Friseur gehen. Wobei der eben nicht nur für Türken ist, sondern der ist einfach nur für Männer. Was ich auch schon mal irgendwie ganz witzig fand, aber ich war eben noch nie in so einem türkischen Friseursalon und dachte, ich probiere das mal aus. Und ich habe da dann gleich mal das Komplettpaket genommen, das heißt Haare, Bart und Augenbrauen. Ich habe mir vorher noch nie wirklich die Augenbrauen gezupft, aber da habe ich mir mal die Augenbrauen zupfen lassen. Pardon. Ich musste das jetzt ein bisschen ausgleichen, das Augenbrauenzupfen nicht so männlich wirkt. Da muss ich erstmal so einen richtig schönen männlichen Rülps rauslassen. Jedenfalls, ja, habe ich mir da dann so schön mit dem Rasiermesser an der Kehle von so einem Türken meinen Bart konturieren lassen. Das mit dem von dem Türken sollte jetzt nicht abwertend klingen oder so, aber das war eher so darauf bezogen, mit was für einer Technik der das gemacht hat. Das war einfach abgefahren. Von vorne bis hinten war das einfach cool. Er hat auch die ganze Zeit so ein bisschen mit Swag geschnitten. So immer so ein bisschen rein und so zack, zack, schnelle Bewegung. Und dann irgendwie hat er noch so ein bisschen die Schere auf seinem Finger gedreht. Und ich weiß nicht, ich fand den Typen einfach cool. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann die Zahnseide rausgeholt hat und die irgendwie zwischen seinen Zähnen und so zwei Fingern aufgespannt hat und mir dann damit so in, weiß ich nicht, 10 ZPM, also so 10 Zupfer pro Minute, pro Sekunde, ich würde schätzen 10 Zupfer pro Sekunde mir die Augenbrauen rausgerissen hat. Ich nur so dachte, wow. Das tat weh, vor allem wenn du dann so merkst, deine Augenbrauen wachsen halt nicht nur darauf, sondern irgendwo hier noch. Ja, also so viel. Ich will jetzt keinen Beauty-Channel anfangen oder so, aber ich wollte einfach so ein paar Bartgeschichten mal wieder erzählen, weil es euch zum Teil ja aber auch wirklich zu interessieren scheint. Also ich mache das ja nicht aus Spaß mit meinem Bart-Logo und den Bart-Sachen, die ich zwischendurch so beantworte. Ich werde ja auch wirklich häufig danach gefragt. Insofern, ja, handle ich das hier jetzt mal wieder in so einem Video ab und habe das hier mitgetan. Irgendwas wollte ich, glaube ich, noch erzählen. Livestreams, Mobben wegen Bart hatte ich schon, Friseurgeschichte hatte ich schon. Ja, vielleicht war es das dann auch schon, was ich heute so erzählen wollte. Ja, auf jeden Fall heute beim Livestream einschalten, nicht vergessen. Wie gesagt, ich fange gegen 17, 18 Uhr an, ich werde dann aber nochmal so ein kleines Mini-Video wieder hochladen, in dem ich sage, so jetzt wirklich ab sofort streame ich live.
Und damit geht dann auch immer noch ein Twitter-Post einher, wo das Gleiche steht. Und ja, bei Facebook könnte ich das meinetwegen dann auch nochmal posten. Jedenfalls, ihr habt irgendwie die Möglichkeit zu erfahren, wann ich livestreame. Ansonsten könnt ihr mir auch auf Hitbox followen, das ist komplett gratis. Und dann werdet ihr immer darüber informiert, wann ich livestreame und wann nicht. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, das war's. Ciao.